Wir machen Eis. Wir machen Eis in Mainz, weil wir ursprünglich aus Mainz kommen und Mainz einfach lieben gelernt haben und es nicht mehr missen möchten. Ja, wir sind Anke und Julia. Und wir sind Freundin und die Gründerin von Nice. Also wir sind hier am schönen Gartenfeldplatz. Wir lieben dieses Ladenlokal. Wir haben zwei Häuser nebendran in der WG gewohnt. Ja, wir lieben einfach den Platz, weil es so viele unterschiedliche Menschen vereint. Also du hast hier junge Familien, du hast Studenten, du hast aber trotzdem noch die alteingesessenen Mainzer. Und es ist irgendwie so eine schöne Atmosphäre hier, weil man auch wirklich jeden hier leben hat. Ja, für uns die perfekte Lage gewesen. Was uns halt auch ausmacht, ist irgendwie, dass wir halt viel experimentieren und irgendwie nicht nur 12 Standardsorten haben, sondern wir ein Sortiment von über 200 Sorten haben. Wir wollten halt auch was Authentisches machen. Also wir sind halt keine Italiener und deswegen gibt es halt bei uns auch keinen Malaga und Amarena Kirsch, weil das sind wir halt nicht. Ja? Wir sind halt eher die Mainzer, beziehungsweise auch zugezogen, aber wir sind hier in Mainz aufgewachsen und deswegen gibt es halt bei uns Spundekäse-Eis. Gibt es nur einmal im Jahr, weil es sehr polarisierend ist. Aber ja, wir versuchen halt so einen Bezug zur Region auch herzustellen. Das Handwerk spielt eine große Rolle bei uns. Und wir sind auch in der Produktion eine wilde Mischung. Konditor, Konditormeister, Brauer, Buchhändler mal da gehabt. Ich will irgendwas mit den Händen machen. Ich will wissen, was ich gemacht habe. Ich will Leute glücklich machen. Ja, also unser Eis besteht aus natürlichen Zutaten und hat nicht irgendwelche künstlichen Aromen oder Konservierungsstoffe drin. Das ist halt eben auch das, was die Qualität des Eises ausmacht, dass du eben die Rohstoffe per Hand zubereitest und eben nicht irgendeine Paste nimmst, die es wesentlich leichter machen würde. Oft kommen irgendwelche alten Herren her oder alte Frauen, die sagen, oh, das Vanille schmeckt so wie in meiner Kindheit. Und das ist etwas, was uns halt mega stolz macht. Die Leute werden an Sommer erinnert, an Kindheit. Das ist einfach schön zu sehen, wie Leute da geduldig anstehen, glücklich rausgehen und das ist all die Arbeit, die dahinter steht, wert. Also ich liebe die Welt, ich liebe es Reisen, aber ich würde trotzdem immer wieder zurück nach Mainz kommen, weil ich zum einen halt einen super Freundeskreis hier habe, meine Familie hierher kommt, aber auch die Leute, die Mentalität. Ich finde, Mainz ist so ein super Ort, um so ein Unternehmen zu gründen, weil es halt, es ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Du hast viele Studenten, jede Idee wird dankbar angenommen, weil Leute einfach so Lust haben, was Neues auszuprobieren und einen irgendwie auch unterstützen. Natürlich sind wir bekannt für diese Schlange, auf die wir jetzt also nicht stolz sind, weil wir eigentlich gerne schneller irgendwie arbeiten würden, aber es ist halt einfach irgendwann aufgrund der Größe des Ladens nicht möglich. Aber trotzdem stellen sich die Leute halt hin und kommen aber ins Gespräch mit den anderen aus der Schlange. Und also es ist ja im Grunde auch ein Verweilen und ein geselliges Zusammensein, während man halt auf das Eis wartet. Und ich glaube, dass das nicht in jeder Stadt funktionieren wird. Abgesehen davon finde ich, ist es halt auch einfach eine schöne Stadt. Also ich meine, sowohl hier innerstädtisch am Gartenfeldplatz finde ich es halt total schön im Sommer, auch mit den Bäumen und dieses Behagliche irgendwie. Und dann hast du aber am Rhein einfach dieses, ja, es ist schon manchmal, wenn man selber aus der Neustadt kommt, dann geht man zum Rhein und hat man so ein Urlaubsgefühl. Also das ist wirklich ja... Geh mal kurz in Urlaub. Ich kann mal Meine Lieblingsorte in Mainz sind also zum einen natürlich der Gartenfeldplatz, weil es einfach immer schön ist, wenn die ersten Sonnenstrahlen im Frühling rausgehen und alle sich hier auf dem Platz versammeln. Und es ist einfach so ein mega Moment. Ich liebe das, diesen Frühlingsmoment. Dann habe ich natürlich noch einen ganz besonderen Spätsommermoment. Das ist so der Weinmarkt. Ich liebe den Mainzer Weinmarkt einfach unglaublich im Volkspark. Das ist irgendwie, da freue ich mich immer das ganze Jahr drauf. Also gut, man könnte es natürlich zusammenfassen, das ist halt das Mainz-Gefühl, ne? Also was du da hast. Entspannung, Spaß, ja. Freunde, also alles zusammen da. Also Genuss finde ich halt auch so ein Ding, was einfach Mainz auch ausmacht. Fühle mich hier wohl. In Mainz. Ja, bester Spot für einen Eisladen. Und auch so. Und für uns selbst auch.